Was wäre? Kersten Strauch? Hallo liebe Kinofreunde. Als Schauspieler ist es ganz wichtig, dass man auch auf sein Image achtet. Da sollte man nichts dem Zufall überlassen. Bei Interviews zu unserem Kinofilm Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt musste ich schon auch mal eingreifen, damit da von vornherein kein falscher Eindruck entsteht. Wie ist denn jetzt zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem Ensemble? Ich habe ja so gehört, dass so Carsten Strauch, dass es da irgendwie Probleme gibt mit ihm, dass er da so manchmal so ein bisschen schwierig ist? Nö, eigentlich nicht. Ich finde, das ist ein ganz toller Mensch. Ich habe eigentlich nie Probleme mit ihm. Also der ist großartig. Sekunde mal, wir cutten mal hier. Sandra, ich habe mir überlegt, dass das imagemäßig nicht so gut ist, wenn er so nett rüberkommt. Weißt du, da muss so ein bisschen mehr Rock'n'Roll rein, das kommt auch in der Branche besser an. Oh, der ist wirklich furchtbar. Also bei jeder Kleinigkeit flippt er schon aus und wirft mit Sachen um sich. Strauch, ey. So unangenehmer Typ, ey. Ja, total. Ja. Sagst du selbst, sag mal zum Strauch was. Ja, also aber nur unter uns, ne? Also ich, das ist, der Typ ist ein Egomane. Ist wirklich. Aber vor der Kamera merkst du es nicht, ne? Denkst du, es ist ein netter Kerl, ist verrückt, aber so ist es. Ja. Wie gesagt, er hat die Sachen aus dem Fenster geschmissen und ganze Hotel war in Aufruhr. Und und dann hat er irgendwie noch Badezimmer unter Wasser gesetzt. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Weißt du wer? Kersten Strauch. Ein sehr unangenehmer Kollege. Choleriker. Hm. Heute beim Mittagessen hat er sich wieder über das Catering aufgeregt. Er hat gesagt, dass von diesem Schweinefraß kein Mensch leben kann. Ich fand es eigentlich ganz lecker. Die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt, im Kino. Mehr zu unserem Kinofilm findet ihr auf dieser Seite. Da geht's direkt zu MySpaß und ein Abo von meinem Kanal. Das bekommt ihr hier unten. Ansonsten sehen wir uns dann im Kino bei Die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt.